Herzlich Hallo. willkommen zurück zu dem letzten Teil von der Reihe mit Arne zur Anatomie des Geistes. Dann bitteschön, Arne. Dankeschön, Brigitte, und danke auch, Andrea. Und ja, schön, euch alle zu sehen. Und wir beginnen mal wieder mit ein paar Gebeten. Oh, ich darf das, glaube ich, noch gar nicht teilen. Screensharing und so. Ja, jetzt bin ich groß, dann muss es gehen. Danke. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis und Freigebigkeit und so fort. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis von Freigebigkeit und so fort. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis von Freigebigkeit und so fort. Mögen alle Wesen Glück und die Ursache von Glück erfahren. Mögen sie frei sein von Leid und den Ursachen des Leids. Mögen sie nie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, getrennt sein. Mögen Sie den großen Gleichmut verweilen, der frei ist von Ablehnung und Anhaftung. Ja, ich hatte gerade schon mit Brigitte und Andrea gewitzelt. Schön, dass ihr da seid, trotz der letzten Sitzung, wo das sehr konzeptuell zuging. Aber wie gesagt, ich dachte, da müssen wir einmal durch. Man kann das natürlich auch in vier Sitzungen besprechen, sowas, aber dann, dann hat man nur das, das wäre vielleicht auch etwas einseitig. Heute wird es übrigens anders und praktischer, keine Sorge. Aber um nochmal so das größere Bild zu geben, die Idee ist ja nach wie vor, wir wollen rausfinden, was die Wahrheit ist, was wirklich ist, was verlässlich ist. Und wie ich sagte, da gibt es dann diese drei Werkzeuge, die wir haben. Einmal so die direkte Wahrnehmung, dann schlussfolgernde Erkenntnis, die wir letztes Mal besprochen haben. Oder dass wir uns auf jemanden stützen, ne? Jemand, der oder die eine authentische Quelle für die Wahrheit ist. Das sind ja so diese drei Methoden oder ja, oder Stützen oder Werkzeuge, wo wir die Dinge untersuchen können, um herauszufinden, ja, wie die Dinge wirklich sind, ob sie zu dem Ziel führen, das wir uns wünschen, ja, ob sie verlässlich sind, ja, all sowas. Und da hilft es eben, diese drei Werkzeuge gut zu kennen. Also als erstes zu verstehen, wie unsere direkte Sinneswahrnehmung funktioniert mit unseren fünf Sinnen, dass die natürlich ja, sehr exakt ist, aber dass dadurch trotzdem ja, Täuschungen oder Fehler eintreten können. Und dann können wir natürlich unseren konzeptuellen Geist benutzen, wie letztes Mal, wo wir eben auch Dinge besser verstehen können. Was wir eh dauernd benutzen, diesen konzeptuellen Geist, aber meistens, oder nicht meistens, aber oft führt das dann zu noch mehr Missverständnissen. Und hier wollen wir halt zum Beispiel den schlussfolgenden Geist benutzen, um zu gucken, ja, ist das wirklich beständig und kann ich mich darauf verlassen oder nicht? Oder ist das wirklich glücksbringend oder nicht? Oder bringt mich das mehr in Samsara oder mehr raus aus Samsara? Also da können wir so verschiedene Schlussfolgerungen anstellen, um Dinge dann rauszufinden, ja, was zu tun und was zu lassen ist quasi. Und wir wollen ja im Buddhismus sozusagen raus aus Samsara oder Buddhaschaft erreichen. Und dann gilt es halt, die Ursachen dafür zu tun und alles, was dem entgegenstrebt, sozusagen zu lassen. Und die dritte Quelle war ja, dass wir uns auf jemanden stützen, der oder die eine verlässliche Quelle ist. Und das machen wir natürlich nicht komplett blind, sondern wir versuchen das schon abzugleichen eben mit unserer direkten Wahrnehmung oder unserer schlussfolgernden Erkenntnis, aber dennoch bleibt immer so ein Rest Glaube oder Vertrauen noch mit da, weil einfach diese Werkzeuge, die wir selbst haben, halt nicht so allumfassend sind oder nicht so Hightech sind, wohingegen, wenn wir eine authentische Lehrerin oder authentischen Lehrer treffen,
seine oder ihre Weisheit halt viel größer ist, viel allumfassender, jenseits von Konzepten, jenseits von Logik und jenseits von diesen normalen dualistischen Begrenzungen, die ich wenigstens habe. Also deswegen ist dieser dritte Punkt, sich auf jemanden zu stützen, der oder die mehr Übersicht oder mehr Weisheit oder mehr Mitgefühl hat, mehr Durchblick hat, natürlich total wichtig. Heute soll das Thema sein, das soll jetzt der Hintergrund gewesen sein, und heute soll das Thema sein, wie wir denn so einen einigermaßen gesunden, verlässlichen Geisteszustand überhaupt entwickeln können, der einigermaßen gesund funktioniert, wo wir eben nicht so zu doll verwirrt sind, zu abgelenkt sind oder zu leicht in irgendwelche geistigen Geschichten oder Hoffnung und Früchte verwickeln, sondern wo wir ja so einen stabilen Geisteszustand haben, der klar ist, wo wir ja die Dinge mehr so sehen, wie sie sind, anstatt so, wie wir wollen. Und da gibt es so ein paar allgemeinere Faktoren, die wichtig sind, die auch teilweise im Außen sind, die uns helfen, ja, so einen gesünderen, stabileren, klareren Geist zu entwickeln. Aber es gibt natürlich auch innere Faktoren, die wir entwickeln können. Und wenn es jetzt keine Fragen zu dem bis jetzt Gesagten gibt, dann würde ich damit einfach anfangen. Oder gibt es noch irgendwas Brennendes zu dem, was ich in der Einleitung gesagt habe? Oder vielleicht noch von der letzten Sitzung? Okay. Dann, da gibt es so verschiedene Punkte, die quasi helfen, also dass unser Geist einigermaßen gesund funktioniert. Natürlich ist kein äußerer Umstand wirklich verantwortlich dafür. Ne? Oder also im Buddhismus geht es ja immer nie darum, da draußen jemand die Schuld zu schreiben, ne? oder vielleicht auch da draußen jemand zu finden, der oder die dann die Quelle des Glücks ist. Aber dennoch, auch wenn da draußen nicht irgendwo eine Instanz gibt, die so Riesendinge bewegen kann, gibt es trotzdem natürlich da draußen viele Faktoren, die zuträglich sind für unseren Geisteszustand oder eben welche, die ein bisschen schädlich sind für unseren Geisteszustand. Und ich habe jetzt einfach so eine Liste zusammengestellt von verschiedenen Texten, also wo verschiedene Sachen gesagt werden, also nicht die sich nicht widersprechen, sondern einfach die verschiedenen Punkte betonen. Und der erste Punkt wäre, dass man ja eine gute Umgebung wirklich hat, also einen guten Aufenthaltsort hat. Das heißt, wo die grundlegenden Sachen, die wir brauchen, dass die verfügbar sind und zwar nicht so schwer verfügbar, sondern dass es relativ einfach ist, Essen zu bekommen oder Medizin oder Kleidung oder Wärme oder Sauerstoff und so. Ne? Dass wir einfach so relativ uns wenig Sorgen machen müssen oder wenig Angst haben müssen, dass einfach so diese Grundsicherung des Lebens ermöglicht wird. Das ist in vielen Texten so ein ganz wichtiger Punkt. Das kann, wie natürlich in vielen Texten steht, dann auch eine Abgeschiedenheit sein, aber das braucht es natürlich überhaupt nicht. Wie zum Beispiel Kenpo Tsogyum Gyatso Rinpoche hat gesagt, dass wir vielleicht in der Großstadt abgeschiedener leben vielleicht als irgendwo auf dem Land heutzutage. Also ich kenne das zum Beispiel hier in Berlin, wo ich wohne, im Haus. Das ist halt ziemlich mitten in Berlin, also Großstadt und relatives großes Haus mit so vielen Parteien, die hier wohnen. Aber es ist komplett anonym. Also ich kann hier viel mehr tun und lassen, was ich will in meiner Wohnung. Aber ich weiß noch, als ich auf dem Land gewohnt habe, oder Brigitte kennt das auch, so aus der Kamlaschila-Gegend, ne, da gucken natürlich viele Leute viel mehr, was man macht in so einem Dorf. Oder so, ne. Da ist man viel weniger ungestört oder viel weniger frei. Deswegen, auch wenn, wie gesagt, manche Texte wirklich sagen, ja, geht in die Einsamkeit, Abgeschiedenheit, in die Höhlen und so weiter, wie es im Himalaya auch gern genommen wird, ist eigentlich so der wichtige Punkte fürs tägliche Leben, finde ich, dass wir einfach, ja, dass es so ein
ruhige, vielleicht auch günstige Umstände gibt äußerlich und dass eben ja alles, was wir so brauchen, dass das so relativ schmerzfrei zu bekommen ist. Und dann ein zweiter Punkt, der quasi auch damit verbunden ist, dass wir möglichst wenig, dass wir vielleicht versuchen sollten, wenig Begierde so zu haben, dass wir wirklich auch zufrieden sind, wenn wir diese grundlegenden Punkte alle so erfüllt haben. Aber das ist, dass wir da nicht die ganze Zeit irgendwelchen Luxussachen oder 1000 Extras hinterherrennen wollen, sondern ja, einfach so eine, ja, so eine Zufriedenheit ist das auch natürlich, ja, wo wir einfach uns fokussieren auf das, was eben wirklich wichtig ist, wie zum Beispiel Essen. Ich meine, heutzutage ist auch Internet, glaube ich, Teil der Bedürfnispyramide quasi, ne? Oder Kleidung, wie gesagt, Wärme, Dach über dem Kopf, all diese Dinge. Ne? Das brauchen wir natürlich und das haben wir hoffentlich auch alle, aber dann ist irgendwie auch gut. Ne? Wir brauchen dann nicht irgendwie vielleicht den dritten Fernseher oder den vierten Raum in unserer Wohnung oder ja, also man braucht ja, also es ist einfach hilfreich für den Geist, ja, nicht zu voll von Begierde die ganze Zeit zu sein und immer mehr und mehr wollen, weil das einfach so ein endloses Gerenne macht innerlich. Und hier versuchen wir sozusagen zur Ruhe zu kommen oder klarer zu werden, stabiler zu werden, gelassener zu werden. Und damit verbunden dann vielleicht der dritte Punkt, eben diese Zufriedenheit, dass wir wirklich zufrieden sind mit dem, was wir haben. Also ich weiß ja, ich habe hier eine Lampe stehen oder Becher stehen, die sind alle schon uralt, aber ja, das reicht irgendwie. Ne? Man könnte natürlich immer eine neuere Lampe kaufen, eine teurere Lampe ja, oder bessere Trinkgefäße und so. Oder natürlich auch in der Praxis, ne, wenn wir irgendwelche Ritualgegenstände haben, dann haben wir die vielleicht aus irgendeinem günstigeren Metall, aber dann gibt es natürlich immer noch edlere Metalle und viel teurere Sachen, aber das ist halt nicht unbedingt nötig, ne? Sondern wir haben sozusagen das, was wir brauchen für die Praxis oder das, was wir brauchen, um in unserem Geist zu arbeiten. Und ja, da braucht es ja nicht alles in der Top-Version sozusagen. Und dann ein wichtiger Punkt, der natürlich ja, der selbstverständlich ist, selbst wenn man nicht im Retreat lebt, ist, dass wir möglichst ja, unser Leben vereinfachen und nicht zu viele Aktivitäten haben. Und dass wir nicht dauernd auch irgendwas planen, selbst wenn es gute Dinge sind. Ne? Planen ist sozusagen trotzdem Plan. Ne? Das entfernt uns ja immer so vom Jetzt weg. Natürlich nicht notwendigerweise, aber aufgrund von unseren Gewohnheiten schon. Also selbst wenn es gute Dinge sind, die wir planen, vielleicht Teachings planen, Retreats planen, oder auch andere wichtige Dinge, vielleicht wie auch mal Urlaub planen und so. Das sind natürlich vielleicht gute und hilfreiche Dinge. Aber dennoch, damit unser Geist wirklich so mehr zur Ruhe kommt im täglichen Leben und mehr, ja auch weniger rennt, weniger den Dingen hinterher rennt oder weniger immer nach morgen oder übermorgen schaut oder nächstes Jahr, ist es, ja, wird es von vielen Meistern immer so betont, ja, mehr also ein Geist zu haben, der einfach nicht so beschäftigt ist und dem man deswegen auch nicht zu viel anbietet und nicht zu viel nährt, sondern dass man ja, wirklich mehr lernt, einfach im Jetzt zu sein, mit den anderen Faktoren vorher eben dann zufriedener zu sein, ohne so viel Begierde zu haben. Und dann, was schön ist, finde ich, noch ein weiterer Punkt ist, was oft erwähnt wird und Asanga insbesondere betont, dass es wichtig ist, ja, ein gutes Leben zu führen, in dem Sinne, dass man so ein bisschen einen disziplinierten Geist entwickelt. Das ist ja, wenn man will, ist ja quasi unser ganzes Samsara, kommt ja daher, weil unser Geist so undiszipliniert ist und immer ja, diesen äußeren Objekten irgendwie hinterherrennt. Also wir nehmen irgendwas wahr, eben durch unsere fünf Sinne und rennen dann immer hinterher. Und dann, hatten wir letztes Mal auch angeguckt, dann unser konzeptueller Geist kriegt dann diese Informationen eben von diesen äußeren Dingen und bewertet dann, ja, das ist gut, schlecht und neutral.
Und dann ja, natürlich nur, wenn es gut ist, dann rennen wir dann hinterher geistig, ne, oder strengen uns der an, das zu erreichen. Und wenn wir etwas als negativ bewerten oder unangenehm, dann rennen wir geistig davon weg und haben Angst, das zu bekommen oder anzutreffen. Oder wenn es neutral ist, dann, ja, dann sind wir natürlich irgendwie ein bisschen ausgeglichener, aber es kann auch sein, dass wir dann ja ignorant sind. Also in dem Sinne wie auf der Straße, wenn da irgendjemand Fremdes ist, dann ja, umarmen wir die Person nicht, wir rennen auch nicht weg, sondern ja, ignorieren die Person einfach und kümmern uns nicht so richtig um diese Person. Also deswegen, damit wir nicht immer so unseren Sinneseindrücken hinterherrennen, ja, wir empfehlen viele Meister dann eben wirklich ja mehr so eine Disziplin zu haben, also wirklich, ja, sich wirklich, also im positiven Sinne auch so ein bisschen einfach mal geistig zusammenzureißen und nicht so zu wild zu lassen. Und wenn man über Disziplin spricht, ist natürlich immer wichtig, dass das nur dann eigentlich funktioniert, wenn das nicht irgendwie von oben aufgestürzt wird, ne? Sondern dass man, was immer man für Regeln oder Gelübde vielleicht sogar nimmt, können ja auch nur so kurzfristige sein, ne? So heute Abend kein Facebook mehr oder so, aber was immer man für Regeln nimmt, dass man das sozusagen von unten her entwickelt, also aus sich selbst heraus oh, irgendwas war hier plötzlich weg. Dass man das wirklich aus sich selbst heraus entwickelt und versteht, warum man eine bestimmte Disziplin entwickelt. Und das Grundverständnis ist, dass eigentlich alle Regeln von Buddha natürlich niemals irgendwie waren, um jemanden zu bestrafen oder einem das Leben schwer zu machen, sondern eigentlich zielt das immer darauf ab, ja, das Leben eigentlich zu vereinfachen und dafür zu sorgen, dass wir weder anderen noch uns irgendwelchen Schaden zufügen. Das ist eigentlich so die Grundidee von buddhistischer Ethik oder von buddhistischer Disziplin. Und das ist auf jeden Fall hier ein wichtiger Punkt in meiner Liste. Das ist jetzt hier der fünfte Punkt, wo es eben wirklich den Geist ja eben so ein bisschen so eine positive Grundspannung sozusagen auch bewirkt. Ne? Und wir natürlich ethisches Leben führen, was ja auch total wichtig ist. Einmal, weil Ethik, also ein gutes Herz, natürlich heilsam für unseren eigenen Geist ist, aber weil wir natürlich auch keinem anderen wehtun und natürlich auch nicht in irgendwelche Probleme geraten so leicht, ne? Als wenn wir jetzt kriminell leben würden. Ne? Und der letzte Punkt, also wir hatten jetzt als erstes ja in irgendeinem weiß nicht, harmonischen Ort zu wohnen oder einen ruhigen oder hilfreichen Ort zu wohnen. Fällt auch wirklich, wo wir unterstützt werden in unseren Werten oder Dharma-Praxis und so. Das zweite, nicht so viel Begierde zu haben. Das dritte, mehr Zufriedenheit zu haben. Das vierte, eben nicht so sehr sich zu verstricken in so viele Aktivitäten. Das fünfte war dann so Ethik und Disziplin. Und das sechste wäre, ja, dass man wenig, wenn es geht, wenig Hoffnung und wenig Furcht hat. Das ist ein bisschen einfach gesagt, weil das ist eigentlich sogar das Ziel vom ganzen buddhistischen Pfad. Ne? Wenn wir zum Beispiel im 9. Kapitel von Bodhisattva-Avatara gucken, die im Kamalashila mit dabei waren, sind aber, glaube ich, drei hier. Ne? da ist es. Ist es ja im 9. Kapitel, sind ja die letzten Verse darüber, was der Nutzen der Weisheit ist. Und ein großer Nutzen von Weisheit ist eben weder, also nicht sich nicht in die achtweltlichen Dharmas zu verstricken, also weder Hoffnung noch Furcht zu haben. Deswegen ist es natürlich schwierig, das jetzt komplett einfach abzustellen, weil es eigentlich so das Resultat des Pfades ist. Aber wie viele Dinge im Buddhismus, die sind sozusagen am Anfang wichtig und in der Mitte wichtig und am Ende wichtig. Und frei zu sein von Hoffnung und Furcht ist definitiv etwas, was für alle Phasen auf unserer Reise quasi wichtig sind. Und das ist ja natürlich etwas, womit wir uns jetzt schon vertraut machen können, ne? Was wir jetzt schon kultivieren können. Und natürlich diese ganzen sechs Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind natürlich alle auch miteinander verbunden. Natürlich, wenn ich weniger Hoffnung oder Furcht habe,
oder Begierde und Abneigung, ne, dann habe ich natürlich mehr Zufriedenheit zum Beispiel, ne, oder habe leichter ein ethisches Verhalten oder einen ethisch denkenden Geist oder ja, habe mehr Disziplin im Geist. Das heißt, die ganzen Punkte sind natürlich, die unterstützen sich natürlich auch gegenseitig. Aber das wären jetzt so mal 6 wichtige Punkte, die so allgemein unserem Geist helfen, ja wirklich mehr zur Ruhe zu kommen, stabiler zu werden, ja einfacher, also unkomplizierter zu werden und dadurch klarer zu werden. Und so eine Grundidee bei dem Ganzen ist, wenn wir in den Abhidharma-Belehrungen gucken, dass da gesagt wird, dass man in einem Moment in Bezug auf ein Objekt im Geist immer nur eine Sache empfinden kann. Also das ist so ein bisschen, wie der Geist funktioniert. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich auch nicht, liebevolle Gedanken zu Wolfgang habe hier, ne, dann in dem Moment, also zeitlich und dann zu dem Objekt, also jetzt Wolfgang als Person, in dem Moment, wo ich liebevolle Gedanken ihm gegenüber habe, kann ich nicht wütende Gedanken haben ihm gegenüber. Ich kann natürlich ganz schnell danach, kann sich das natürlich umschlagen oder ich kann vielleicht wütend auf jemand anderes sein, ne? Aber in Bezug auf ein Objekt zu einem Zeitpunkt geht eigentlich immer nur so ein Ding gleichzeitig im Geiste zu haben. Und das nutzen wir natürlich auf dem buddhistischen Pfad, dass wir dann ja, die schlechten Dinge im Geist halt durch die guten Dinge ersetzen. Und wenn dann die guten Dinge in dem Moment zu einem Objekt vorhanden sind, dann ist eben für die negativen Dinge in dem Moment zu demselben Objekt kein Platz, ne? Das gilt für die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, aber das kennen wir eben ja auch aus den 6 Parameters oder so, ne? Dass wir in dem Moment, wo wir die dritte Parameter von Geduld praktizieren in Bezug auf etwas in einem Zeitpunkt, in dem Moment ist es unmöglich, Wut oder Hass zu haben gegenüber dem gleichen Objekt oder so, ne? Und so ist eben der ganze buddhistische Pfad eben auf diesem Verständnis aufgebaut, dass der Geist so funktioniert, dass es so quasi so, so eine Emotion oder ein Empfinden nur geben kann zu einem Zeitpunkt, zu einem Objekt und dass wir dann versuchen, die ganze Zeit den Geist zu nähren, eben mit positiven Eindrücken, damit die negativen in dem Moment geblockt sind und an Schwungkraft vielleicht verlieren und dadurch die Gewohnheit dann auch abnimmt, ne? Oder die Schwungkraft auch dahinter. Ne? Genau, also das wären jetzt diese 6 Punkte. Und gleich würde ich noch ein paar andere Punkte nennen, die aber mehr so spezifischer sind für den Geist und die auch wirklich dem Geist helfen, mehr in einen meditativen Zustand zu kommen. Die also dann überhaupt nicht mehr vom Außen abhängig sind. Natürlich sind sie immer noch von außen abhängig, aber sind wirklich mehr auf den Geist bezogen. Diese 6 Punkte wären erstmal so Grundbedingungen, die wir, glaube ich, hoffentlich alle entwickeln können, mehr oder weniger, was unser Leben auf jeden Fall schon mal sehr vereinfacht und ruhiger und stabiler macht in unserem Geist insbesondere. Aber bevor es weitergeht, gibt es da irgendwelche Dinge zu diskutieren über diese erstgenannten Punkte? Marlene. Du musst dich noch freischalten oder ich schreibe das Mikrofon an. Danke. Ich habe mich sehr beschäftigt mit den 5 Weisheiten. Und finde das natürlich auch alles sehr eingängig. Und trotzdem, wenn ich dann in mein konkretes Leben gucke, dann frage ich mich, kann ich denn dann überhaupt noch in der Lage sein, etwas objektiv zu beurteilen? Und das Beurteilen ergibt ja dann, selbst wenn es mit Voreingenommenheiten gepflastert und stained ist, muss ich doch manchmal zu negativen Ergebnissen kommen, einfach weil sie negativ sind.
Und ich kann noch nicht, und das ist mein inneres Problem, ich kann noch nicht eigentlich immer alles nur ins Positive drehen, um auf diesem Vajrayana-Pfad, sage ich jetzt etwas despektierlich, zu gehen. Ich kriege das nicht überein. Also ich kann sehr wohl meinetwegen ein ist jetzt sehr extrem, meinetwegen den Mörder meines Kindes Empfindungen entwickeln, die ihn auch zu einem akzeptablen Menschen machen, um den ich mich kümmern kann. Oder, aber trotzdem, es gibt doch Situationen, wo man sagt, also wenn ich jetzt ganz logisch denke, wenn ich die Situation beurteile, das Ganze drumherum, dann muss ich sagen, verdammt, das ist negativ. Ganz sicher. Die frohe Botschaft ist ja, das ist hier kein Vajrayana-Kurs, deswegen habe ich nicht die Pflicht, reine Wahrnehmung zu beweisen heute. Natürlich. Wenn wir sprechen, was du ansprichst, sind ja alles Beispiele aus der relativen Ebene. Ne? Wenn du da jemanden triffst, der jemand anders umgebracht hat, erstmal auf der relativen Ebene ist das total in Ordnung, das schlecht zu finden und zu verhindern zu wollen, aufgrund von Liebe und Mitgefühl, das du ja hast und das wir alle kultivieren wollen. Und du willst einmal das Opfer schützen, du willst zukünftige Opfer schützen und du willst auch den Mörder schützen. Mörder, heißt es so auf Deutsch? Mörder, ja, heißt es. Den Killer willst du auch schützen, dass er oder sie nicht weiter negatives Karma ansammelt und so weiter. Ne? Und dass er oder sie auch nicht die Gewohnheit entwickelt, ne, umzubringen. Das ist ja alles immer eine Gewohnheitssache. Ne? Beim ersten Mal ist es noch schwieriger, heißt es, beim zweiten Mal ein bisschen leichter, beim dritten Mal noch leichter. Gilt ja für schlechte und gute Taten genauso. Ne? Da helfen wir wirklich, das ist jetzt nur die relative Ebene, über die wir hier reden. Ne? Und da gibt es ganz klar, was gut ist und was schlecht ist. Da haben wir im Buddhismus die 10 tugendhaften Handlungen und die 10 untugendhaften Handlungen. Töten ist die erste untugendhafte Handlung des Körpers, weil die so schlimm ist. Und Leben retten, Leben verlängern, ist die erste tugendhafte Handlung des Körpers, weil sie so gut ist. Warum? Weil das Leben unser kostbarstes Gut ist, quasi. Ne? Ich weiß, man sagt auf Deutsch, Gesundheit ist das kostbarste Gut, aber ich denke, Leben ist noch kostbar. Also, auf jeden Fall auf der relativen Ebene ist das nicht gut. Und ich glaube, du und ich, wir hatten gestern schon über dramatische Beispiele wie Stalin und Hitler gesprochen. Ich erinnere mich. Das ist natürlich nicht gut. Ja? Und den Killer hier in deinem Beispiel, sein Verhalten müssen wir wirklich, auf der Ebene, die wir hier sprechen, müssen wir negativ bewerten und wir müssen alle Beteiligten, wie gesagt, ihn oder sie aber auch, schützen vor diesem Verhalten. Gleichzeitig aber, weil wir Bodhisattvas sind oder weil, nicht nur weil wir Bodhisattvas sind, sondern weil das Sinn macht, ist es natürlich auch wichtig, dass wir dem Killer gegenüber natürlich auch nicht Hass entwickeln, sondern auch Mitgefühl, Liebe, Verständnis und so weiter. Ne? Womöglich hat ja sogar, ist er oder sie vielleicht auch dazu geworden, zu so einem Mörder, weil das vielleicht sogar gefehlt hat, Liebe und Mitgefühl irgendwo im Laufe der individuellen Entwicklung oder so. Aber der Punkt ist, der Mörder ist ein fühlendes Wesen, möchte Glück und will die Ursachen von Glück vermeiden, möchte Glück und will die Ursachen von Leiden vermeiden, aber hat leider so eine verdrehte Sichtweise, dass er oder sie denkt, töten, jemand anders töten, ist die Ursache für Glück. Ne? Und das meinte ich ganz vorhin heute bei der Einleitung. Ne? Deswegen ist es so wichtig, die Dinge gut zu untersuchen, ne? Durch direkte Wahrnehmung, durch Schlussfolgerung oder mit Hilfe von authentischen Quellen, wo man das dann abcheckt, ob Töten wirklich glückbringend ist. Ne? Da können wir eigentlich, glaube ich, auf allen drei Ebenen kommen wir hoffentlich zu dem Schluss, dass das nicht der Fall ist. Also dass Töten nicht glückbringend ist, keine Ursache für Glück ist, keine Ursache für Erleuchtung ist. Und das heißt, diese Person, der Mörder selbst, der bringt sich viel mehr ins Leid langfristig. Daher braucht er unser Mitgefühl
unsere Inspiration, unsere guten Vibes oder was auch immer. Plus gleichzeitig ist er ein schönes Wesen und deswegen, so sagt Maitreya, hat er die Buddha-Natur. Ne? Und daher ist, ist all seine Verschleierung, all seine Negativität ist glücklicherweise beseitigbar, aber in ihm ist sozusagen dieser gute Kern, ne? So ganz zu substanziell gesprochen, aber so, ne? Und den wollen wir erreichen und alles andere, sozusagen die Negativitäten, die er macht oder anstellt oder in der er oder sie sich verstrickt, davon wollen wir ihn befreien. Also zusammengefasst, auf relativer Ebene finden wir das Verhalten bescheuert, aber ihn als fühlendes Wesen, er oder sie braucht Liebe. Mein Bruder sagt das immer seinen Kindern, wenn sie Blödsinn machen, dachte er, das war echt scheiße, was du gemacht hast, aber ich liebe dich trotzdem. Ne? Ja, ja, so. Und so, können ja, ja, auch, ist klar. So können wir auch mit diesen anderen Beispielen von gestern, Hitler und Stalin, ist genauso. Ne? Total scheiße, was sie machen. Also viel mehr als scheiße, entschuldigen wir das Wort. Also wirklich, natürlich, ganz klar. Aber trotzdem sind das Wesen, die eigentlich fast vielleicht noch mehr Geistestraining brauchen als wir hier, ne? Also offensichtlich. Und deswegen brauchen sie noch mehr Training und Schulung und so weiter. Ne? Aber genau, es geht nicht darum, Bewertungen jetzt einfach so aufzugeben. Ich meine, der ganze Pfad ist basiert ja darauf. Ne? Wir sagen, Mitgefühl ist gut und Hass ist schlecht. Das kannst du in Shantideva 1000-mal nachlesen im 6. Kapitel. Und das kannst du auf alle anderen dieser Paare beziehen. Ne? Unwissenheit ist schlecht und Weisheit ist gut. Abgelenktheit ist schlecht und Konzentration ist gut. Das, die ganze Zeit ist komplett dualistisch. Und auf der Ebene, wo ich bin, ist es auch total wichtig als Bezugspunkt. Aber klar, später gibt es dann irgendwann auch Ebenen oder Stufen auf dem Pfad, wo dann selbst diese Bezugspunkte losgelassen werden. Ne? Aber ich glaube, wir werden nie die höheren Punkte erreichen, wenn wir am Anfang schon denken, ja, töten oder Leben retten ist gleich. Ne? Mhm. Danke. Sehr gerne. Hat sonst noch jemand? Okay, dann wenn wir jetzt so mehr innere Ursachen anschauen, ne, wie unser das ist noch ein gutes Zitat von Maitreya, ist noch er hat gesagt, welche Worte hat er benutzt? Gewahrsein und fokussiert sein. Wenn wir das sind, dann können wir alles erreichen, was wir wollen. Das wird dann auch in den Kommentaren gesagt. Es ist egal, ob das jetzt was Weltliches ist oder nicht. Ne? Und das habe ich auch vorhin versucht zu sagen mit diesen drei Dingen. Ne? Direkte Wahrnehmung oder schlussfolgernde Erkenntnis oder uns stützen auf jemand anderen. Alles soll eben darauf abzielen, dass wir die Dinge so wahrnehmen, wie sie sind, damit wir das erreichen können, was wir wollen. Und das gilt natürlich insbesondere auf dem buddhistischen Pfad, aber gilt natürlich auch im täglichen Leben. Ne? Dann muss ich ja auch, wenn ich jetzt irgendwas erreichen will, wenn ich jetzt irgendwas studieren will, dann muss ich ja auch verschiedene Dinge annehmen und irgendwelche Dinge aufgeben. Und da muss ich jeweils immer gucken, was hilft es, mein Ziel zu erreichen oder was würde es blockieren, dass ich mein Ziel erreiche. Genau, Maitreya sagt auf jeden Fall, wenn wir wirklich so, warte mal kurz, das war Flexibilität. Wenn wir so wirklich fokussiert sind und flexibel sind, geistig, diese beiden Dinge, fokussieren ist eher so was ein bisschen Festeres und flexibel ist eher so was Weicheres. Wenn wir irgendwie diese beiden Qualitäten in unserem Geist entwickeln, dann sind wir in der Lage, die Dinge immer gut einzusortieren. Ja, ich glaube, man kann da sicher noch mehr Sachen eben noch hinzufügen, die auf jeden Fall hilfreich sind, ne? Wie unterscheidende Weisheit, was Marlene angesprochen hat, wo wir natürlich Tugendhaftes vom Untugendhaften unterscheiden können, oder Klarheit,
geschickte Mittel und so weiter. Oder einfach so eine grundlegende Gesundheit. Jetzt wollte ich darüber sprechen, ich denke, wenn jemand in Samsara ist, wie zum Beispiel ich, dann impliziert das ja, dass da also irgendwas noch zu tun ist am eigenen Geist. Ne? Und um an unserem Geist zu arbeiten, da wollte ich über ein paar Punkte sprechen, die da im Wege stehen können, dass wir an unserem Geist arbeiten. Und der erste Punkt ist Faulheit. Und ich weiß, ein paar, wir haben letztens erst so ein bisschen im 7. Kapitel gelesen von Bodhisattva-Avatara, da geht es natürlich auch viel um Faulheit. Aber Faulheit ist einfach ja, so eine Sache, die uns einfach, die nicht nur im buddhistischen Sinne ist Faulheit nicht nur irgendwas, was uns träge macht, sondern es kann auch etwas sein, was uns total ablenkt, weil wir so gerne irgendwelche negativen Sachen vielleicht machen. Oder Faulheit kann im Buddhismus auch sein, dass wir ja gar kein Selbstvertrauen haben, dass wir uns nicht selbst wertschätzen oder uns nicht zutrauen. Das sind so diese drei Arten der Faulheit, wenn man das so in klassischen Abhidharma-Schriften liest. Ne? Da scheint Deva, kann man es eben auch so nachlesen. Ne? Einmal diese so Couch-Potato-mäßig so gar nichts zustande bringen, ne? wie die ganze Zeit auf Marihuana irgendwie. Und das Zweite ist, dass man eigentlich ziemlich aktiv ist, aber leider so negative Dinge macht. Und das Dritte ist ja, dass man sich selbst eben nichts zutraut und sich selbst so runter macht. Und was ich sagt, gerade hier in unserem Mahayana-Pfad eben, ja, Bodhisattva, das ist viel zu großartig für mich. Ne? Oder der Bodhisattva-Pfad ist zu lang oder da müssen zu viele Opfer gebracht werden. Ne? Oder die Anzahl der fühlenden Wesen ist zu viele. Oder das Leiden der Wesen ist zu viel. Da gibt es ja so, also ich formuliere es gerade so rum, aber es gibt einfach so verschiedene solche Dinge, die im Mahayana gesagt werden, warum Bodhisattvas mutig sind, weil sie eben an alle fühlenden Wesen denken und alles Leid beseitigen wollen. Und dieses alles, das kann natürlich auch total überwältigend sein und denken, das schaffe ich doch nie. Und das ist dann der erste Punkt, den wir in unserem Geist erkennen müssen, ob wir eine dieser drei Arten von Faulheit haben. Ne? Also wie gesagt, das Klassische ist, dass man einfach nur träge ist und keinen Antrieb hat. Das ist eigentlich so, was wir häufig haben, glaube ich. Aber dann, ja, im Westen gibt es, glaube ich, auch oft dieses, sich nicht selbst was zutrauen oder sich selbst so runtermachen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich, ja, wir tun vielleicht nicht dauernd negative Dinge, diese zweite Art der Faulheit, aber wir tun schon dauernd viele andere Dinge, die vielleicht nicht so nützlich sind. Vielleicht auch im Rahmen unseres Jobs oder so. Und das kann dann wirklich, wenn wir dann so eine Faulheit auch reinbringen, wenn wir eigentlich an unserem Geist arbeiten sollten, ne, weil wir entweder denken, das ist zu anstrengend oder das schaffe ich nie oder mein Geist, der hat so starke Gewohnheiten oder ist so wild oder abgelenkt oder ich mache lieber irgendwas Normales, ich gucke lieber fern oder so stattdessen. Das sind halt so Sachen, warum wir dann nicht an unserem Geist arbeiten. Und das ist hier dann der erste Punkt, der uns von der Arbeit an unserem Geist abhält, ist diese Faulheit. Und das Gute im Buddhismus ist, was ich vorhin meinte, es gibt immer für alles gibt es immer ein exaktes Gegenmittel. Ne? Es gibt natürlich auch unexaktere Gegenmittel, ne? wie gesagt wird, ja, Bodhisattva oder Liebe oder Mitgefühl ist natürlich auch ein Gegenmittel gegen Wut. Und das wirkt auch, aber noch spezifischer ist Geduld. Ne? Das ist dann Teil von Mitgefühl oder ein besonderer Schwerpunkt von Mitgefühl, aber ist halt ein exaktes Gegenmittel gegen Wut und deswegen funktioniert das dann noch besser. Und hier glücklicherweise gegen Faulheit gibt es dann auch eben so verschiedene Dinge, die wir machen können, die, ähm,
die uns dann helfen, diese Fallout zu überwinden. Und hier ist der erste wichtige Punkt, dass wir Vertrauen entwickeln, dass wir an unserem Geist arbeiten können, ne? Dass wir unseren Geist klären können, also dass wir den klarer machen können, dass wir den, was sagt der Matthäa, dass wir den mehr fokussieren können oder flexibler machen können. Und dieses Vertrauen erstmal zu entwickeln, das ist total wichtig. Und das, da können wir eben wieder unsere drei Werkzeuge benutzen. Wir können das vielleicht bei anderen sehen oder wir können das schlussfolgern, dass es anderen gut geht, weil sie an ihrem Geist gearbeitet haben. Oder wir stützen uns eben auf authentische Quellen, die das entweder wirklich vorleben oder lehren. Ne? Dass so Geistestraining wirklich zu Glück führt. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, wie sinnvoll Geistestraining ist oder wie möglich auch Geistestraining ist, ja, desto mehr, das ist dann der erste Punkt, werden wir so Vertrauen entwickeln. Und das wird dann schon mal unsere Faulheit so ein bisschen schwächen oder so. Genau, das ist vielleicht so der erste Punkt. Und dann, je mehr Vertrauen wir haben, dass Geistestraining was Gutes ist und was Mögliches ist, desto mehr werden wir dann den Wunsch haben, das auch zu tun oder die Absicht haben, das zu tun. Oder mehr Interesse werden wir haben, das zu tun. Und dann, je mehr Interesse wir haben, desto mehr werden wir uns dann natürlich auch anstrengen. Wenn wir jetzt bei Shantideva gucken, da ist es einfach so, freudige Anstrengung ist das Gegenteil von Faulheit. Aber man kann eben sagen, dass diese freudige Anstrengung, daher kommt, dass wir erstmal gut verstehen, Vertrauen entwickeln, dass das Geistestraining gut ist und das möglich ist, dass wir dann wirklich starken Wunsch entwickeln, das zu tun. Und dann, basierend auf diesem Wunsch, wenden wir es an. Und dann können wir vielleicht, wenn wir es dann schon ein bisschen anwenden, dann können wir vielleicht erste Erfolge sehen. Und das ist dann das, was dann auch gegen die Faulheit wirkt, sozusagen, wenn wir die ersten Erfolge oder Resultate sehen, dass unser Geist irgendwie geschmeidiger geworden ist oder nicht so festhält an den Dingen oder die Dinge mehr gelassener oder leichter sieht und auch, dass vielleicht auch eine bessere, geerdete Verbindung ist zwischen Körper und Geist. Wenn wir so Erfolg sehen, dann das wird uns auch weiter anspornen. Ja? Und dann werden wir weiterhin weniger faul sein. Und das gilt dann für alle drei Arten der Faulheit. Ne? Wir werden dann weniger träge sein oder wir werden uns auch mehr zutrauen, ne? Weil wir sehen, das geht vorwärts. Und wir werden auch mehr Lust haben, das zu machen, Geistestraining als Überbegriff, und nicht irgendwelche anderen Dinge machen. Also das wären so verschiedene Schritte, wie wir die Faulheit überwinden können. Ne? Zuerst Vertrauen entwickeln, aber basierend natürlich auf Verstehen, dann den Wunsch haben, dann das wirklich machen, dann wirklich im Geist arbeiten und dann auch vielleicht sogar Nutzen davon sehen. Ne? Und diese ganzen verschiedenen Schritte, die helfen uns, so diese Faulheit zu überwinden. Und der letzte Punkt, ja, wenn wir Nutzen sehen, das ist eigentlich immer, das ist eigentlich ziemlich das Überzeugendste, ne? Weil innerhalb dieser drei, direkte Wahrnehmung, schlussfolgende Erkenntnis und uns auf jeden Fall anderen stützen, wenn wir etwas so direkt wahrnehmen, das ist einfach für uns am überzeugendsten. Ne? Das ist überzeugender, das Feuer direkt zu sehen, als nur den Rauch oder nur von jemandem zu hören, dass es irgendwo Feuer gibt. Aber hier sozusagen direkt Erfolge sehen, dass wir wirklich so flexibler sind, anpassungsfähiger, entspannter, nicht so verbissen sind oder so. Das hilft uns dann wirklich weiterzumachen. Das ist genauso wie im Business, ne? Wenn man irgendwie ein Geschäft anfängt oder irgendwelche Aktien kauft und das dann erst dann gut geht, dann macht man natürlich das mit noch mehr Eifer irgendwie weiter. Ne? Aber wenn man eben gar keine Früchte erntet oder gar keinen Erfolg irgendwie eintritt, dann macht sich die Faulheit wieder breiter. Ne? Genau, das wäre sozusagen
dieser erste Punkt der Faulheit, den wir haben könnten, wenn wir und der uns davon abhält, überhaupt in unserem Geist zu arbeiten. Zum Beispiel Meditation, aber muss überhaupt nicht Meditation sein. Das kann einfach auch Tonglen sein, so im täglichen Leben oder einfach, dass wir versuchen, den Geist haben wir immer mit uns quasi, ne? Dass wir in alle Situationen irgendwie nutzen, entweder gelassener zu werden oder weniger Hoffnung oder weniger Furcht zu haben oder weniger Anhaftung, weniger Abneigung. All das meine ich immer so mit am Geist arbeiten, ne? Den Geist zu schulen oder zu trainieren. Da ist, wie gesagt, das erste Problem Faulheit und genau, und dann eben diese verschiedenen Schritte, wie wir das überwinden können. Macht das Sinn soweit? Wenn nicht, dann sagt gerne was. Vielleicht habt ihr auch das Wort Faulheit noch nie gehört. Wie gesagt, ich finde das eben interessant, dass wirklich in allen Schriften immer diese verschiedenen Arten von Faulheit genannt werden. Und ja, und zum Beispiel die dritte, ne? Da gibt es natürlich noch ein spezielles Gegenmittel, ne? Diese dritte Art der Faulheit, wo man sich so gar nichts zutraut oder ja, denkt, das ist viel zu groß. Bodhicitta ist viel zu gut, ne? Das werde ich ja nie entwickeln. Gegenmittel Nummer eins ist, was ist euer Vorschlag? Ja, Disziplin. Ja, jetzt würde ich sogar fast sagen, noch was Größeres. Diligence. Noch größer. Du bist schon von der zweiten zur vierten Parameter gekommen, nicht schlecht. Weisheit. Ja, Buddha-Natur. Also, dass wir uns daran erinnern, dass wir die Buddha-Natur haben, ne? Oder dass wir Buddhas werden können oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Das ist wirklich, sagt auch seine Heiligkeit der Dalai Lama so, das wäre wirklich so sein Vorschlag für alle, gerade so im Westen, meinte er mal, die sich eben so klein fühlen, minderwertig fühlen und so, ne? Depressiv fühlen, dann sich mit Buddha-Natur auseinanderzusetzen. Zum Beispiel gibt es ja solche Werke, die auch in Kamalashila im September, kleiner Werbeblock, oder im August gelehrt werden, August oder September, ja. Uttara Tantra Shastra von Maitreya, kann man natürlich auch woanders lernen, wo man möchte, aber Birgit sagt nein. Genau, also solche Texte zum Beispiel über Buddha-Natur, die sind einfach super kostbar, um genau das zu überwinden, ne? Die sich selbst so runtermachen oder sich vielleicht selbst hassen oder minderwertig fühlen, verachten und so weiter, ne? Genau, das nur nebenbei. Das wäre so laut dem Dalai Lama das exakteste Gegenmittel. Jetzt aber ganz schön schnell gesprungen aus der relativen, von der relativen Wahrheit in die Buddha-Natur rein. Ja, das tut mir leid. Aber selbst Shanti Deva macht das in dem Kontext. Plötzlich erwähnt er auch die Natur des Geistes. Das ist total schön, was auch ungewohnt ist im siebten Kapitel. Trotzdem heißt nicht nur, wer er es macht, dass ich es machen darf. Genau. So, was könnte noch ein Problem sein, das wir vielleicht antreffen, wenn wir an unserem Geist arbeiten wollen? Was könnte uns davon abhalten? Das ist was ganz Einfaches, dass wir einfach die Belehrungen vergessen. Also dass das, was Lehrerinnen oder Lehrer gelehrt haben, was wir vielleicht gelesen haben, was wir so an Anweisungen erhalten haben, wie man den eigenen Geist schult, was weiß ich, die verschiedenen Stufen, wie man Mitgefühl entwickelt oder wie man Tonglen praktiziert oder wie man Geduld übt und so weiter. Selbst wenn man jetzt keine Faulheit hat und wirklich was machen möchte, kann es ja gut sein, dass wir das dann trotzdem, wir sind eigentlich bereit, aber dann haben wir plötzlich Tabula Rasa im Geiste und wissen gar nicht mehr, wie es geht. Wir haben die ganzen Methoden vergessen und können es dann natürlich auch nicht wirklich anwenden, ne? Die Methoden, wenn wir sie nicht erinnern. Und genau, und das ist dann natürlich etwas,
ja, wo wir dann auch nicht vorwärts kommen. Und daher ist natürlich dann der wichtige Punkt, dass wir uns dann daran erinnern, was die Belehrungen waren oder wie man den Geist schult. Das ist dann der wichtige Punkt, wo wir uns einfach erinnern oder achtsam sind. Das ist so das Wort im tibetischen Drenpa. Das kann einfach so beides bedeuten. Wo wir uns erinnern an die Belehrung oder an die Methoden und Techniken oder dass wir achtsam sind in Bezug auf diese. Und dafür gibt es natürlich noch besondere Methoden, ne, dass wir die Dinge besser erinnern, ist natürlich zum Beispiel Manjushri-Praxis oder vielleicht manchmal nur Manjushri-Mantra oder so, was wir manchmal dann ja auch vor Belehrung rezitieren. Ne? Da gibt es ja so eine kurze Manjushri-Praxis oder andere Mantren, die unser Gedächtnis helfen. Oder ja, es gibt auch natürlich ganz normale so psychologische Techniken, um unser Gedächtnis zu stärken. Und was natürlich im Buddhismus oft angewandt wird, ist die Kraft des Wiederholens quasi, ne? Dass wir immer die wichtige Belehrung immer und immer wieder hören. Und dann im Idealfall auch immer und immer wieder darüber kontemplieren und meditieren. Das hilft uns dann wirklich, wenn wir dann endlich keine Faulheit haben und praktizieren wollen, dass wir dann ja, das dann tatsächlich auch machen. Und dann auch wissen, was zu tun ist. Ja, ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärerisch. Und dann gibt es die nächsten beiden, oder der nächste Punkt ist, das kennt ihr sicher aus der Meditation, dass unser Geist vielleicht nicht in dem geeigneten Zustand ist, dass wir an ihm arbeiten können. Und da gibt es in den Meditationsbelehrungen ja immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder er ist zu dumpf quasi oder er ist zu wild. Ne? Dumpf könnte bedeuten, ja, zu schläfrig, irgendwie zu trüb, nicht so eine Schärfe oder auch ja, nicht wirklich konzentriert. Dumpf bedeutet nicht unbedingt, dass er abgelenkt ist, aber dumpf, ja, bedeutet ja wirklich so in sich zusammen, zu sehr nach innen gekehrt vielleicht, oder, ja, aber dann wirklich so eine Unklarheit dabei, ne, und so ein und so ein Ungewahrsein oder Nicht-Gewahrsein dabei. Und ja, es ist, manchmal habe ich auch gerade in Meditationsanweisungen gehört, dass das eben manchmal auch schwierig ist zu erkennen, weil es eben nicht so ganz klarer, abgelenkter Geist ist, sondern er ist eigentlich ein bisschen unabgelenkt, aber halt zu sehr nach innen gezogen oder ja, einfach so ein sinkendes Gefühl innerlich, sinkend mit K. Ne? Und die andere Möglichkeit, das Gegenteil davon wäre, dass unser Geist einfach zu aufgewühlt ist, zu wild ist, zu unruhig ist, zu verzettelt ist. Ja, im Computer ist das dieses Fragmentieren, ne? Dass wie die ganzen Dokumente so gespeichert sind. Es ist mal hier, mal dort, so total überall verteilt auf der Festplatte und irgendwann wird der Computer langsamer. Und dann gibt es eben so Defragmentationsprogramme, wo das alles wieder so zusammengeführt wird. Ne? Aber das ist halt ein Problem, wenn unser Geist einfach so überall ist, dauernd ja, viel zu schnell, viel zu unruhig, viel zu abgelenkt, viel zu viele Gedanken in alle Richtungen. Und das so, das da ist ja nicht wirklich eine Grenze gesetzt. Ne? Das geht ja immer weiter und weiter. Gedanken an sich sind ja nicht an sich was Schlimmes. Ne? Deswegen diese ganze, was wir letztes Mal gesprochen haben, auch wenn es vielleicht schlimm rüberkam, basiert ja auf Gedanken, auf Konzepten, wo wir die benutzen. Das kann total zielführend sein. Wie gesagt, ne, ich sehe Rauch und weiß, da hinten ist Feuer. Oder ich sehe jemand, der oder die leidet und weiß, ja, diese Person braucht meine Liebe oder meine Unterstützung. Oder wenn wir jetzt ein Ding vergleichen, gestern und übermorgen, dann sehen wir, ja, es ist veränderlich. Dann weiß ich, ich
kann mich nicht ganz drauf verlassen, es wird irgendwann kaputt gehen. Also deswegen, Gedanken sind an sich nichts Schlechtes, aber jetzt, wenn es ums Geistestraining geht oder insbesondere, wenn es um Meditation geht, ist so ein Gedanke an sich nicht schlimm. Das Problem ist nur, wenn dann noch ein zweiter Gedanke draufkommt und dann darauf ein dritter Gedanke und so weiter und dann sich so eine ganze Geschichte entspinnt irgendwie. Ne? Wenn ich, weiß nicht, was nehme als Beispiel, wenn ich jetzt Paula sehe zum Beispiel und die hat einen roten Schal, ne? Oder Tuch wahrscheinlich, dann sehe ich einfach sagen, oh, roter Schal ist jetzt, das ist total okay, aber wenn ich dann genau, wenn ich da nicht dann eine Geschichte draus mache, einfach nur roter Schal und dann weiter in der Meditation, das ist fein, aber wenn ich dann denke, roter Schal, ah, das ist wie damals in England, wo ich den gekauft habe und dann weiß ich, denke ich an den Laden da auf der Straße, wo der mich dann übers Ohr gehauen hat oder was weiß ich und dann kommt so ein Gedanke zum nächsten und ja, Hintergrundmusik dazu, ein ganzer Kinofilm im Kopf und eine ganze Geschichte und natürlich dann auch Emotionen irgendwie. Ne? Und das ist das Problem sozusagen in der Meditation, wenn dann so unkontrolliert ein Gedanke auf den anderen draufkommt. Ne? Und dann ist es nicht ein frei fliegender Gedanke sozusagen, sondern dann wird es dann Gedankenmolekül und dann wird es so eine ganze Gedankenkette, wird das immer mehr und das wird dann immer fester und ja, und solider und macht den Geist viel weniger entspannt und viel weniger gewahr und viel weniger klar oder präsent, ne? Was ja hier unser Ziel ist die ganze Zeit. Genau, deswegen so ein Gedanke, roter Schal ist total in Ordnung, aber dann oder auch wenn ich direkt an was Negatives denke oder was Positives denke, das dieser zweite Gedanke, der ist dann das Problem sozusagen aus Sicht der Meditation. Aber ein Gedanke ist fein, ne? Einfach kommen und gehen lassen, wie die Wellen auf einem Ozean und so weiter. Gar kein Problem. Ist natürlich auch kein Problem, wenn fünf Gedanken jetzt entstehen aufeinander, aber es ist dann nicht mehr unbedingt Meditation und deswegen ja nicht so zielführend. Egal, das war alles zum Thema. Wie der Geisteszustand sein kann, dass der entweder eben zu trübe oder träge oder schläfrig ist, um wirklich an ihm zu arbeiten, oder dass er wirklich zu aufgewühlt ist oder zu viele Gedanken hat, zu wild ist und insbesondere hier halt wirklich abgelenkt, also das ist wirklich so ADHS-mäßig, ne? wo nirgendwo der Geist irgendwo mal kurz verweilen kann, sondern wirklich von hier nach dort und so weiter springt. Und das Gute ist natürlich, da können wir natürlich auch was gegen machen. Aber als erstes ist es das Wichtigste dabei ist, das einfach wahrnehmen, ne? Und einfach merken, das ist schon mal so viel wert. Und da gibt es dann die ganzen Meditationen, die man so kennt. Ja, Achtsamkeit oder Gewahrsein oder Wachsamkeit oder Innenschau oder wie man das nennen mag. Dass man da einfach ganz klar erstmal einfach nur die richtige Diagnose stellt oder das einfach erkennt, wie wild der Geist ist oder wie schläfrig er ist. Oder vielleicht, dass wir das erst erkennen, weil unser Körper schon wild geworden ist, nachdem unser Geist wild geworden ist. Oder dass unser Körper schon eingeschlafen ist, weil unser Geist so schläfrig war. Natürlich, je früher wir eine dieser beiden Extreme sozusagen merken, desto besser. Aber Hauptsache, wir merken es irgendwann. Und das ist hier erstmal wirklich das Wichtigste. Erstmal nur darüber gewahr sein, dass der Geist so ist gerade. Aber natürlich dann, ja, und Marlene, jetzt kommen wir wieder ins Bewerten, aber dann natürlich erkennen, dass so ein wilder oder schläfriger Geist nicht wirklich bearbeitbar ist. Ne? Also da bewerten wir, das ist nicht hilfreich. Und deswegen wendet man dann eben irgendwelche Techniken an. Das geht natürlich dann Richtung Meditation und das bedeutet dann natürlich auch, dass das dann auf, in ganz verschiedenen
Traditionen dann natürlich andere, also in verschiedenen Janas oder Fahrzeugen dann unterschiedliche Techniken angewandt werden. In manchen ist dann einfach die Haupttechnik einfach gewahr bleiben, ohne dass man irgendwas anderes macht, einfach nur beobachten. Aber dann andere Traditionen geben dann vielleicht ja spezifischere Gegenmittel, die dann anzuwenden sind. Ja, Gewahrsam ist auch spezifisch, aber oder benutzen dann vielleicht irgendwelche relativeren Gegenmittel, um dann mit dieser Schläfrigkeit oder dieser geistigen Unruhe umzugehen. Und da gibt es natürlich ganz viele, aber wenn wir zum Beispiel zu dumpf sind, zu schläfrig sind, klar, einfach ein Kaffee kann helfen, ne? Oder einfach mal frische Luft oder mal eine Meditationspause machen. Aber wie gesagt, gilt ja auch alles nicht nur in Meditation, sondern einfach vielleicht mal ja, einfach kurz was anderes zu machen, vielleicht einmal kurz ins Fenster zu gehen oder auf den Balkon gehen. Oder man kann auch ja, sich an Buddha, Dharma und Sangha erinnern, ne? Wie großartig die Qualitäten von Buddha sind oder tiefgründig der Dharma ist oder ja, die Qualitäten von der Sangha, von Praktizierenden oder auch die Güte der Lamas oder was immer einen inspiriert. Ne? Das versucht man dann zu machen, damit der Geist wieder so ein bisschen frischer wird, ne? Oder ein bisschen lebendiger wird und nicht so dumpf ist. Oder Buddha-Natur oder kostbarer menschlicher Körper. All das, was einen so ein bisschen aus dem Tief sozusagen rausholen kann. Ne? Das andere wäre halt, wenn wir zu wild sind, dann brauchen wir etwas, was uns sozusagen mehr runterbringt, ne? Mehr zur Ruhe bringt, mehr sammelt. Dann ja, kann sein, dass wir uns auf irgendwas, dass wir vielleicht irgendein Objekt dann kurzzeitig nehmen, worauf wir uns konzentrieren. Da ist dann eher so ein kleines Objekt, was irgendwie unterhalb von uns ist, gut. Oder dass wir uns Gedanken machen über Vergänglichkeit oder das Leiden der fühlenden Wesen oder die Sterblichkeit und so weiter. Das sind alles so Gedanken, die uns vielleicht so ein bisschen beruhigen oder Themen, die uns beruhigen oder die unseren Geist wieder so ein bisschen zusammensammeln. Ne? Genau, das ist quasi der Punkt, dass wir merken dann, wenn wir an unserem Geist arbeiten wollen, ob der Geist hier in eine oder diese Richtung, eins der Extreme irgendwie einschlägt und dass wir dann das nicht nur merken, sondern dass wir dann auch, was für ein Gegenmittel wir auch immer gelernt haben, dass wir das dann anwenden. Ne? Und da, wie gesagt, da gibt es natürlich verschiedene in verschiedenen tibetisch-buddhistischen Schulen und dann natürlich auch noch im Vergleich zur Theravada-Tradition gibt es verschiedene. Und dann innerhalb einer tibetischen Schule, zum Beispiel Kachupa, gibt es natürlich dann auch ganz verschiedene Methoden bis hin zum Mahamudra. Aber da muss einfach jeder selbst gucken, was da das Wirksamste ist in einer bestimmten Situation. Noch mal kurz was trinken hier. Und dann, wir sind auch gleich fertig damit. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, und das ist eigentlich der letzte schon, dass wir dann sozusagen, was immer wir an Gegenmittel anwenden, dass wir das nicht übertreiben. Oder dass wir das nur anwenden, wenn wir es brauchen. Also zum Beispiel, wenn ich zu schläfrig bin, dann meinetwegen trinke ich einfach einen Kaffee. Ne? Warum nicht? Und dann komme ich sozusagen durch den Kaffee vielleicht auf wieder einen normalen Zustand, der so ausgeglichen ist, nicht zu schläfrig und nicht zu wild. Weil wenn ich dann weiter Kaffee trinke und dann eine Kanne nach der anderen, alle 10 Minuten eine Kanne oder so, dann wird es natürlich mein Geist dann doch wieder viel zu wild und viel zu abgelenkt. Das ist natürlich nur so ein einfaches Beispiel, aber das gilt natürlich für die meisten Techniken, die wir anwenden könnten, um unseren schläfrigen Geist wieder in einen Normalzustand zu bringen oder um unseren zu wilden Geist in einen Normalzustand zu bringen. Die meisten Methoden könnten wir dann auch überdosieren,
Und dann ist die Methode keine, keine Hilfe mehr, sondern das Problem dann. Ne? Wie mit dem Kaffee. Ne? Wenn ich dann einfach zu viel Kaffee trinke, dann wird mein Geist einfach zu abgelenkt und zu wild. Und klar, dann kann ich, und dann, wenn er natürlich, wenn ich dann entdecke mit meiner Achtsamkeit und dem Gewahrsein, dass der Geist wieder so wild ist, natürlich bewerte ich es, aber ich schreie mich da nicht innerlich an, sondern ich merke es einfach und reagiere dann einfach darauf. Und wende dann eben wieder Methoden an, um den Geist wieder zu beruhigen. Ne? Genau, das sind eigentlich diese Punkte, die ich nennen wollte, die wichtig sind, so als Vorbereitung, um überhaupt mit unserem Geist zu arbeiten. Genau, nochmal so zusammengefasst, also entweder wir, am Anfang kann sein, dass wir zu faul sind, zu träge sind, zu wenig Selbstvertrauen haben oder einfach zu beschäftigt sind mit irgendwelchen sinnlosen oder negativen Dingen. Und dann könnte sein, dass wir, genau, und dagegen hilft eben, dass wir uns Gedanken machen oder darüber hören oder lernen, wie gut es ist, den Geist zu trainieren, daran zu arbeiten, klarer, ruhiger, stabiler, mitfühlender zu werden. Dann werden wir Interesse haben und mehr Motivation, dann werden wir uns auch wirklich anstrengen und dann werden wir erst Erfolge ernten und dann dank der Erfolge wird uns das weiter inspirieren, weiterzumachen. Zweites Problem könnte sein, dass wir irgendwann auch die Anweisungen vergessen. Genau, und dann können wir entweder unser Gedächtnis allgemein schulen oder die Anweisungen nochmal hören, nochmal lesen. Ich werde auch bestimmte Mantren machen. Ein drittes Problem könnte sein, dass wir zu dumpf oder zu aufgewühlt sind, also dass wir in irgendeinem Extrem verfallen. Und da ist es dann wichtig, erstmal einfach gewahr zu sein und das zu beobachten und zu erkennen. Und dann das nächste Problem wäre, wenn wir dann kein Gegenmittel anwenden oder keine Technik anwenden, wenn wir dann nun schon entdeckt haben, dass unser Geist nicht ausgeglichen ist. Und da ist es dann gut, eben ja, dann wirklich die entsprechende Technik anzuwenden. Idealerweise wirkt die am besten, mit der wir uns einfach am besten vertraut gemacht haben, aber trotzdem können wir natürlich immer auch noch neue Techniken dazulernen, die dann vielleicht noch besser sind oder in einer anderen Lebenssituation dann vielleicht besser helfen. Ist ja auch immer gut, wenn wir mehrere Werkzeuge an der Hand haben. Und das letzte Problem könnte sein, wenn wir dann ja quasi unnötigerweise die Techniken oder Gegenmittel überdosieren und dann wird quasi das Gegenmittel zum Problem. Und genau, und da ist es dann natürlich gut, das nicht zu machen, sondern gut zu erkennen, wann unser Geist wirklich in diesem Mittelzustand ist, so ganz gelassen und ausgeglichen, ohne hin und her zu rennen, ohne zu schläfrig zu sein. Und dann einfach darin so zu verweilen. Mit Achtsamkeit und Wachsamkeit, aber dann natürlich merken, wenn er irgendwo in eine Richtung wieder absackt oder zu übermäßig aktiv wird und dann wieder Gegenmittel. Genau, das sind eigentlich so wichtige Punkte, wie wir unseren Geist mehr und mehr in den Griff kriegen können. Und dass wir ihn dann wirklich, dann wird er wirklich geschmeidig oder bearbeitbar. Und dann können wir eigentlich mit dem Geist machen, was wir wollen. Wie gesagt, ganz gleich, ob wir Tonglen praktizieren wollen oder Guru Rinpoche oder über die vier edlen Wahrheiten kontemplieren wollen oder über die Buddha-Natur. Oder auch, wenn wir weltliche Sachen machen wollen, ne? Wie, was weiß ich, den Garten planen oder so, ne? Das ist ganz egal. Also um zum Maitreya zurückzukommen, ne? Für all das ist es, all das wird besser klappen, wenn unser Geist so fokussiert und flexibel ist. So, jetzt habe ich echt ziemlich viel geredet. Jetzt sag mal was.
Ich sage einfach mal jemand anderes außer Marlene, weil sie hatte schon was gesagt, aber wenn keiner was sagen will, dann Marlene. Dann seid ihr alle selbst schuld. Oder hat keiner Angst? Oder Birgit, du hast dich gerade bewegt oder war das aus Versehen? Dann Marlene, sag doch was. Ja, wir haben ja in der zweiten und dritten Stunde, vor allem in der zweiten Stunde, das Geistbewusstsein besprochen, ne? Also die verschiedenen Sinnesbewusstseine, und das Geistbewusstsein ist das sechste Bewusstsein. Genau, ja. Ja. So, und dieses Geistbewusstsein schafft die relative Welt, produziert Konzepte. Meine Frage ist, ja. Meine Frage ist jetzt, wenn wir von dem Geist reden, reden wir eigentlich von dem Geistbewusstsein? Reden wir von dem, wenn wir von Geist reden, von dem Geistbewusstsein, dem, der in der relativen Wahrheit, in der relativen Welt produziert und schafft und Bilder produziert und so. Eigentlich reden wir von allen 8 oder 6, je nachdem, welcher Schule wir angehören. Das ist so ein bisschen der Trick auch von Buddha gewesen, wenn die, das klingt wirklich so vereinfacht, aber anscheinend war das so, dass irgendwelche Schüler zu Buddha kamen und sagten, ja, ich bin das hier, ne? Ich bin dieses eine Ding, so, das bin ich, das ist Ahne. Und dann sagt Buddha, nein, danke, du bist die 5 Skandas, weißt du, so, ja. Ne? Dann teilt er die schon mal in 5 auf. Und dadurch hat das schon so viel widerlegt, weil wenn ich nur ein Ding wäre, dann wäre ich ja gar nicht zusammengesetzt, dann wäre ich ja beständig, dann wäre ich ja unsterblich, dann wäre ich ja unabhängig. Da kommen so viele Probleme. Ne? Und einfach, wenn Buddha dann sagt, nee, du bist die 5 Skandas, das sind ein körperliches und 4 geistige, das bringt schon so viel näher zur Wahrheit. Und dann wird das natürlich weiter untersucht. Dann wird Formskanda untersucht in die verschiedenen Körperabteile, Abschnitte, Atome, Moleküle, Quarks. Aber der Geist wird dann eben auch weiter aufgeteilt. Und der Geist wird dann, oder das Bewusstsein, wie auch immer man es nennt, das ist 1 der 5 Skandas, das wird dann auch einfach als unterteilt in die 6 Bewusstseine, diese 5 Sinnesbewusstseine und das Geistbewusstsein, was du angesprochen hast. Plus, insbesondere in der Shita-Matra-Schule, wird dann noch das Bewusstsein der negativen Emotionen und das Allbasisbewusstsein mit dazu genommen. Da hat man dann schon mal 8 statt 1. Und dann gibt es noch dann die 51 Geistesfaktoren, die dann auch noch immer da außen rumschwirren um diesen Hauptgeist. Und so hat der Buddha dann wirklich so viele Unterteilungen gelehrt. Einmal, weil es wirklich sinnvoll ist, diese verschiedenen Aspekte gut zu verstehen, aber auf der anderen Seite eben auch, um eine falsche Wahrnehmung zu überwinden, wo wir denken, das ist ein unabhängiges Ding irgendwie. Ne? Mein Geist ist ein unabhängiges Ding, was aus sich heraus existiert, nicht zusammengesetzt ist und daher beständig ist. Und deswegen hat der Buddha das alles so auseinandergedröselt. Und deswegen, wenn wir über den Geist sprechen, sind eigentlich diese 8 gemeint und die Geistesfaktoren. Das sind so verschiedene Aspekte oder Qualitäten des Geistes. Aber auf der anderen Seite hast du schon recht, dass natürlich dieses 6. Geistbewusstsein und dann natürlich das 7. und das 8., dass die schon Hauptangriffspunkt sind so an unserer Arbeit mit dem Geist. Also die Sinnesbewusstseine, die funktionieren ja eigentlich bei uns meist ziemlich, ziemlich okay. Aber Hauptproblem, warum wir in Samsara sind, ist eben der 6. Geist, wo Konzepte und so weiter aktiv sind und da dauernd wir zu merkwürdigen Schlussfolgerungen kommen, die nur unserem Ego helfen, aber keinem anderen. Und damit in Verbindung natürlich auch das 7. Bewusstsein, wo dann die negativen Emotionen sind. Das ist das, wenn wir das so angucken. Aber dann, wenn wir in irgendwelche Anweisungen kommen, wo es um Meditation geht oder so, ne? Mahamudra und so weiter, ne?
da sind dann die Unterschiede nicht so wichtig. Ne? Also wenn man das eher so aus praktischer Sicht anguckt, dann wird einfach gesagt, der Geist, ne? Zähme deinen Geist. Ne? Der Geist ist, der Geist kreiert die Welt. Der Geist ist verblendet. Die Natur des Geistes ist das und das. So aus praktischer Sicht ist es dann manchmal vielleicht nicht so notwendig, diese Unterscheidung zu machen. Dann wird eher gesagt, der Geist hat Emotionen oder der Geist produziert Konzepte oder der Geist speichert irgendwelche gewohnheitsmäßigen Tendenzen. Genau, das ist dann ein Geist, der diese Funktionen hat. Aber wenn man das dann aufteilt in die acht oder so, dann wird halt jedes einzeln genannt als ein eigenständiger Geist irgendwie. Wolfgang, du wolltest was sagen. Und danach ja, wo würdest du denn das Gewahrsein hinpacken jetzt in der Aufzählung, die du eben genannt hast? Das ist eine gute Frage. Das Gewahrsein ist, also das ist eigentlich super, super, super. Wir kommen zum Anfang sozusagen von diesen vier Abenden zurück, wo die Definition von Geist eben das ist, was klar und gewahr ist. Also Gewahrsein ist quasi eine innewohnende Qualität eines jeden Bewusstseins oder eines jeden Geistes. Also ein Geist kann nicht, kann vielleicht vorübergehend, was ist im Koma oder Tiefschlaf, dann mal kurz weniger gewahr sein, aber eigentlich diese grundlegende Qualität, gewahr sein zu können, erkennen zu können, wahrnehmen zu können, das ist untrennbar vom Geist. Das ist einfach das ist einfach ein Bestandteil. Ja. Also würdest du dann sagen, es gibt dann auch ein Hörgewahrsein, ein Riechgewahrsein und so weiter? Ja, aber Gewahrsein einfach nur in dem Sinne, das Gewahrsein wird definiert als in der Lage zu sein, das klingt sehr theoretisch, aber Verständnisobjekte wahrnehmen zu können. Und dann heißt es, und mein Riechbewusstsein kann Geruchsobjekte wahrnehmen, Geruchsmoleküle wahrnehmen. Oder meine Zunge kann Geschmacksobjekte, also Geschmacksmoleküle wahrnehmen. Genau, und mein Geist eben Gedanken oder Emotionen. Ne? Also das ist sozusagen, das ist quasi, der innewohnende Bestandteil eines jeden Bewusstseins. Was bedeutet es? Das Bewusstsein kann gewahr sein über etwas, also zum Beispiel die Objekte, die ich aufgezählt habe. Aber das Wichtigste natürlich in der Meditation ist, dass der Geist sich über sich selbst gewahr ist. Also der Geist sein eigenes Objekt ist, ohne Dualismus. Ne? Das ist quasi das Wichtigste. Also das wäre das Gewahrsein des sechsten Bewusstseins? Genau, dass der Geist über sich selbst bewusst ist, ja. Ja. Und oder auch über die eigene Natur. Ja. Und Bewusstsein und Gewahrsein, verwendest du das Synonym? Also ist das Gleiche? Jetzt gerade in dem Zusammenhang schon so ein bisschen, ja. Ah ja. Oder sag mal ruhig irgendeinen Kontext, wo dir das gerade nicht gefällt, weil dann hilft das vielleicht, dass wir das... Es gibt keinen Punkt, der mir nicht gefällt. Ich versuche gerade diese Begriffe da bin ich immer so ein bisschen konfus, weil es gibt Bewusstsein, es gibt Gewahrsein, es gibt Achtsamkeit, es gibt Wachsamkeit, es gibt Aufmerksamkeit, ne? Und dann gibt es diese sechs Bewusstseine, ne? Die fünf Sinnesbewusstseine und das Bewusstsein des Geistes. Und da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Sehr gut. Also als erstes ist es wichtig, diese Unterscheidung zwischen Hauptgeist und diesen Nebengeistesfaktoren hier zu haben. Also unser Hauptgeist, der ist sozusagen immer klar und gewahr. Also alle acht oder sechs oder egal wie viel man will. Und dann gibt es aber noch diese Geistesfaktoren, das sind also so geistige Ereignisse. Und in diese Gruppe gehört dann zum Beispiel, was du gesagt hast, Achtsamkeit, Wachsamkeit, Innenschau,
und so weiter. So, aber wenn wir den Hauptgeist angucken, der ist halt immer klar und gewahr, und dieses Gewahrsein, das ist halt immer, immer Bestandteil oder Natur des Geistes, wohingegen diese sekundären geistigen Ereignisse, zum Beispiel auch Vertrauen oder Mitgefühl oder Geduld, ne? Da gibt es welche, die sind, gibt ganz wenige, die immer da sind, aber die meisten kommen oder gehen, ne? Das ist schon mal eine wichtige Unterscheidung. Und dann, was noch verwirrend ist, dass wenn wir sagen, Geist, Mind auf Englisch, ne, oder Consciousness, Bewusstsein, dass das normalerweise ziemlich gleich benutzt wird. Ne? Wenn ich sage, mein Geistesbewusstsein oder mein Geist oder mein Bewusstsein, das ist eigentlich, also in den Belehrungen über Erkenntnistheorie, in Klammern Lorik, da werden die Synonyme benutzt, Geist, Gewahrsein und Bewusstsein. Und aber der Punkt ist wirklich, dieser Hauptgeist, der ist immer klar und gewahr. Genau, und noch ein wichtiger Punkt, die Sinnesbewusstseine, die kommen und gehen. Ne? Zum Beispiel im Schlaf hat man die nicht eingeschaltet, oder wenn man gestorben ist, hat man die nicht. Aber sozusagen das Geistbewusstsein, das kann eben nicht kommen und gehen, sondern das zieht sich quasi durch das Leben durch. Okay, und die Emotionen und Gedanken, also der Verstand sozusagen, gehören ins sechste Bewusstsein, ne? Ja, das sind eher diese Geistesfaktoren oder geistigen Ereignisse, die dann im sechsten oder siebten Bewusstsein aktiv sind. Ja. Okay. Das ist auch noch eine kleine Verwirrung, die Madhyamikas, die sagen sozusagen, es gibt sechs Bewusstseine, und die Shitamatrins sagen halt, das siebte gibt es auch noch mit den negativen Emotionen, und das achte, dieses Allbasisbewusstsein. Aber für die Madhyamikas ist es oft einfach Teil des sechsten. Ne? Kann man auch einfach dann so oft. Ja, okay, danke. Und gleich, Sabine, und dann, wenn wir das auf Tibetisch gucken, weil manchmal hilft das auch, dann haben wir Sem, habt ihr vielleicht mal gehört, das ist einfach so der normale dualistische Geist, den ein samsarisches Wesen hat. Und dann haben wir aber Rigpa, dieses Gewahrsein, was so quasi die Natur oder diese innewohnende Qualität des Geistes ist. Und dann gibt es auch noch Lo, wie Lodrö, ne? Lo. Das ist dann eher so mehr Intelligenz oder sowas, oder Intellekt, das gibt es dann auch noch. Und dann gibt es Shepa, das Bewusstsein, und das ist eher so ein grober Begriff, wo alles irgendwie drin ist. Sabine. Ja, deswegen ist es so verwirrend, ja. weil das ist nicht immer alles nur eine Sache, ne? Wir haben nur ein Wort, mal der Geist, aber das sind ganz viele unterschiedliche Dinge, ne? Die wir alle mit dem Begriff Geist bezeichnen. Und dann, wenn man dann diskutiert und sagt, der Geist ist doch das und so, dann sagt der andere, nein, um Gottes Willen, kannst du sowas sagen. Und der eine meint dann vielleicht nur den Verstand gerade, ja. Ne? Oder die Funktion, die Gedankenfunktion, und der andere meint das Gewahrsein. Ne? Und dann weiß man gar nicht, ne? Wieso? Der Geist ist doch, das ist doch das, was dann bei der Erleuchtung eine Rolle spielt. Ne? Und das ist doch allumfassend. Und der andere sagt, wieso? Der Geist ist dumm. Ne? So, man hat ihn gerade vom Verstand redet. Also ich finde das so unbefriedigend, dass es im Deutschen, ja. Im Englischen gibt es, glaube ich, noch einen anderen Begriff, ne? Aber im Deutschen immer nur dieses eine Wort gibt und immerzu im Dharma auch immer nur vom Geist die Rede ist. Oder mal ist dies gemeint und mal ist das gemeint und mal ist jenes gemeint. Ne? Und deswegen muss man immer nachfragen eigentlich. Ja, ich glaube, du bist auch geschult genug, dass du es auch vielleicht manchmal selbst raushören kannst. So. Einfach, was die Lehrer meinen oder auch was dein Debattierpartner meint. Ne? Und dann kann man dann ist es, glaube ich, auch einfach gut zu erkennen, oh, wir benutzen einfach gerade einen unterschiedlichen Begriff und deswegen müssen wir uns gar nicht streiten, weil wir eigentlich das Gleiche meinen, wir nennen es nur anders. Ne? Mhm. Aber das stimmt schon.
Das ist aber so, man muss bei Belehrung wirklich dann einfach ein bisschen selbst mithören und das dann verstehen, was jetzt gemeint ist. Weil zum Beispiel Sam, was ich vorhin meinte, ist dieser Geist, den die fühlenden Wesen haben, und Buddha hat den gar nicht. Ne? Buddha ist kein fühlendes Wesen in dem Sinne. Ne? Der hat nur Rigpa, oder die hat nur Rigpa. Also Sam ist sozusagen dann auch irgendwas, was irgendwann dann sich auflöst. Aber trotzdem sagt man Buddha Geist, was aber eben deswegen keinen Sinn machen würde, sondern müsste eigentlich Buddha Weisheit heißen dann immer. Ne? Oder Buddha Gewahrsein. Mhm. Ja. Okay, Sabine, jetzt bist du endlich dran. Sorry. Alles gut. Ja, ich habe noch mal eine Frage auch zu, ich weiß nicht, der ersten oder zweiten Belehrung. Da ging es darum, ja, wo sitzt eigentlich der Geist, ne, im Körper, irgendwann mal im Herz, viele denken im Kopf. Und da hast du gesagt, nee, der Geist sitzt nicht im Körper, sondern also alles kommt aus dem Geist. Also das, was wir wahrnehmen, kommt aus dem Geist. Habe ich das falsch verstanden? Nein, ich lache nur, weil das ist auch ein Riesenthema, genau. Aber das ist super. Ja, ich habe es befürchtet, aber ich muss es trotzdem. Nein, super. Ich muss es trotzdem fragen. Und es ist vielleicht ein bisschen konfus, die Frage, aber wenn wir jetzt auf der relativen Ebene reden über unsere Körper, das ist ja alles dual, und du sagst, du bist Arne, ich bin Sabine und wir sind zusammengesetzt, so und so, aus den allen möglichen, whatever. Aber der Geist hat auch jedes zusammengesetzte Wesen seinen eigenen Geist, oder gibt es einfach einen Geist, in dem wir als Zusammengesetzte oder alles Zusammengesetzte erscheinen? Also ist das so eine Art Ursuppe, oder hat jeder seinen eigenen Geist? Was denkst du denn? Also Ich denke, ich bin da zu ungeschult, aber mein erster Gedanke, das war an dem Abend, da habe ich mir ganz viel dazu aufgeschrieben. Ich dachte, wenn dieser Gedanke, dass alles eine Ursuppe ist, alles ein einziger Energiefluss, den wir als Geist bezeichnen, jetzt, ich drücke mich recht unkorrekt aus, aber und aus dem alle Erscheinungen entstehen, das hat mich sehr aufgewühlt, sagen wir mal so. Also das fand ich sehr sehr, sehr unvorstellbar, sehr schwierig vorstellbar, aber ich finde genauso schwierig vorstellbar, also ich kann eben noch gerade begreifen, dass wir irgendwie alle zusammengesetzt sind und so entstehen und vergehen, aber dass dann noch auf jeden zusammengesetzten Klumpen, Entschuldigung, diese Despektierlichkeit, aber mal so ganz pragmatisch, noch überall so ein eigener Geist draufgesetzt werden soll, das kann ich mir fast genauso wenig vorstellen. Also diese Frage ist richtig doll ernst gemeint. Nee, klar, deswegen habe ich nicht gelacht. Ja, aber... So. Also das Hauptproblem ist ja, um es noch kompliziert zu machen, ist, oh ja, man weiß ja gar nicht, ob es da draußen noch einen anderen Geist gibt oder nicht. Ne? Ja. Oder ob es da draußen überhaupt andere Wesen gibt oder nicht. Oder ob es da draußen Gegenstände gibt oder nicht. Klar, unsere Sinne nehmen das so wahr, aber das, was wir, unsere Sinne sind ja auch nur Teil unseres Geistes vielleicht. Also um zurück zum Traumbeispiel zu kommen, wo alles so funktioniert wie jetzt, aber nichts davon wirklich ist. Trotzdem, so auf relativer Ebene wird eigentlich immer gesagt, dass wir alle einen unterschiedlichen Geist haben. Mhm. Und deswegen, wenn du Buddha wirst, dass das nicht so richtig einen Einfluss eben auf mich hat, sondern dass ich meinen Geist, ich weiß nicht, welches Wort jetzt gut ist, aber trotzdem trainieren muss oder entwickeln muss. Mhm. Aber natürlich bist du auch nicht 100% getrennt, weil dein Geist kann auch einen Einfluss auf mich haben. Ne? Sozusagen deine aktivierte Buddha-Natur wird versuchen, meine Buddha-Natur zu aktivieren, ne? Wenn du Buddha bist. Und ein anderes Problem ist, dass der Geist, genau, was du zitiert hast am Anfang, dass der Geist eben keinen Ort hat, keine Größe, keine Form. Und daher ist es natürlich nicht so, dass hier dein Geist ist und da ist mein Geist oder so. Ne?
sondern die sind irgendwie verschieden, aber auch gleichzeitig nicht verschieden. Ja, ja. Aber so in den klassischen Belehrungen hat einfach jeder seinen Geist, okay, ne? und muss seine Arbeit machen oder ihre Arbeit machen am eigenen Geist und selber Buddha werden, um andere dann auch zur Buddhaschaft zu führen. Das wäre so das Klassische. Aber wirklich, wenn man mal wirklich überlegt, woher kann man wissen, dass man jetzt nicht träumt, oder woher kann man wirklich beweisen, dass es dass jemand da draußen existiert, das ist irgendwie eigentlich nicht richtig möglich. Es könnte alles Solipsismus, kennst du das? Nee. Es könnte alles einfach der Geist sein, alles komplett. Angefangen mit meinem Körper, weißt du, alles könnte alles wie im Traum. Ne? Da träume ich ja auch, dass ich der Agierende bin in einem Traum und sehe dich zum Beispiel und sehe ein Haus. Und weder mein Körper noch andere Personen noch Gegenstände sind getrennt von meinem Geist. Ja, wobei ich habe gelernt, wie man feststellen kann, ob man träumt oder nicht. Das möchte ich wissen. Ja, wenn ich im Traum bin und ich kann fliegen, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass ich träume. Und wenn es irgendwie nicht funktioniert, kann ich mir relativ sicher sein, dass ich mich auf dem Wachzustand relativ nicht befinde. Und das war genau das, wie ich als Kind immer herausfinden konnte, dass ich träume. Genau das hatte ich auch immer. Ja, habe ich gerade gelernt nochmal. Weil ich im Traum oft geflogen bin und dann dachte ich, zuerst dachte ich, dann habe ich gemerkt, oh ja, ich muss träumen, ne? Das muss ein Traum sein. Und dann habe ich die Landschaften angeguckt und fand das Wahnsinn. Toll, ja. Wie detailliert das alles ist, obwohl es nur in meinem Traum ist, habe ich nicht verstanden, dass das möglich ist. Aber dann habe ich von irgendwelchen Leuten in meinem Traum geträumt und wollte die beeindrucken mit meinem Fliegen. Und da ging dann meine Luzidität im Traum verloren, weil ich dann angefangen habe, einen Dualismus wahrzunehmen, wo ich denke, da ist jemand, den ich beeindrucken kann. So. Okay, ja. Aber das stimmt, mit dem Fliegen, so rum schon. Genau, aber trotzdem, ich kann auch nicht in jedem Traum fliegen. Das ist mein Punkt. Deswegen, ich kann nicht beweisen, dass das jetzt kein Traum ist. Okay. Ich kann vielleicht beweisen, in einem Traum, wo ich fliege, kann ich höchster Wahrscheinlichkeit sagen, ja, das ist ein Traum. Aber es gibt viele Träume, eben, wo ich auch nicht fliegen kann, obwohl ich das echt versuche. Das mache ich, ne, in einer Gefahrensituation. Ja, so. Genau. Deswegen, ich bin der Meinung, man kann es jetzt nicht beweisen, dass man nicht träumt gerade. Okay, aber gut. Nochmal ganz kurz, ich weiß, die Zeit rennt weg. Zu der Frage, ob wir quasi alle einen Geist haben, nicht aus Faulheit, toll, einer hat Erleuchtung und dann brauchen wir nicht mehr, sondern wo ich kurz den Gedanken hatte, ob diese Form von Geist das ist, was wir Leerheit nennen. Aber jetzt geht es vielleicht gerade zu weit. Die Leerheit ist ja quasi die absolute Ebene des Geistes. Ne? Yeah. Also auf der relativen Ebene ist der Geist eben klar und gewahr. Und ist das Ding, in Anführungsstrichen, was sich eben von Leben zu Leben durchzieht. Okay. Aber natürlich, das ist immer, morgen ist mein Geist weder gleich wie jetzt, noch verschieden wie jetzt. Ne? Also der ist weder gleich, weil eine Veränderung stattgefunden hat, noch ist er wirklich verschieden, weil es immer noch derselbe Strom ist. Ne? Also wie so ein Fluss. Ne? Okay. Der ist ja auch niemals gleich, aber auch nicht wirklich verschieden, weil es ja irgendwie das gleiche Wasser, was er fließt. So wird der Geist eben auf relativer Ebene besprochen. Vielleicht noch 3 Minuten für alle, weil das ist eigentlich auch ein schöner Abschluss. das ist so, wie auf relativer Ebene der Geist beschrieben wird. Und so ist immer der jetzige Bewusstseins- oder Geistesmoment verursacht den nächsten und so weiter und so weiter. Und deswegen ist er quasi unsterblich oder zeitlos und stirbt eben dann nicht, wenn unser Körper stirbt, sondern trennt sich quasi vom Körper komplett und macht dann eben die eigene Reise weiter. Aber wie gesagt, ohne Richtung, ohne Ort oder Aufenthaltsort. Genau, das ist, wie es so auf relativer Ebene ist. Und deswegen gibt es Wiedergeburt und in diesem Geist sind karmische Eindrücke gespeichert und die reifen dann irgendwann an als ganze Bereiche oder als mein Körper oder mein Charakter und so weiter. Mhm. Und das kommt und geht alles. Das ist alles auf relativer Ebene. Da gibt es Wiedergeburt, da gibt es dann Karma, da gibt es Identität und so.
Aber dann auf letztendlicher Ebene ist der Geist dann leer. Das heißt, er ist eigentlich, der Geist ist eigentlich frei von all diesen Zuschreibungen oder Begrifflichkeiten und auch frei von allen Verwendungen. Mhm. Und so ist der Geist von Natur aus leer und auf die, da gibt es dann auch kein Kommen und Gehen natürlich oder auch keine Wiedergeburt auf so einer Ebene. Mhm. Das kann jetzt noch mehr dazu. Aber, ja. Und die Buddha-Natur-Belehrung sagen dann, ja, der Geist ist leer von Natur aus, das heißt, da gibt es nicht wirklich irgendeine Substanz oder irgendeine, irgendwas Greifbares, weißt du, wo man den Geist festhalten kann oder irgendein Ort, der ist leer von all solchen Zuschreibungen, aber gleichzeitig ist der Geist voll eben von all diesen Qualitäten, die wir von den Buddhas kennen zum Beispiel. Okay, danke schön. Also Leerheit ist sozusagen eine bisschen andere Ebene dann. Danke sehr. Gerne sehr. Kann man so sagen, dass, also die Antwort auf deine Frage, Sabine, dass man sagt, wir müssen wieder mit zwei Ebenen arbeiten. Auf der relativen Ebene haben wir natürlich alle individuellen Geist. Aber so... ja, was ist die Natur des Geistes? Ist die Buddha-Natur. Und Buddha-Natur, dann auf der absoluten Ebene, kann es natürlich nur eine geben. Ne? Genau. Nee, es gibt dann weder viele noch eine. Ja, oder ja, genau. Eins ist ja, dann macht er dann keinen Sinn mehr, wenn es nichts anderes gibt. Ne? Oder Leerheit auch. Es kann ja nur Leerheit geben und nicht zwei Leerheiten oder Milliarden Leerheiten. Ne? Also genau. So löst sich das dann auf. Ne? Genau, wenn wir wirklich versuchen, diese Brille der Leerheit oder des Absoluten aufzusetzen, genau, dann fliegt alles auseinander und da gibt es weder ich und du, weißt du, da gibt es keinen Dualismus, kein Ich und Du oder kein Eine und Viele oder so. Da ist man dann wirklich jenseits von all dem. Das ist, genau, das ist auch ein Riesenthema, wirklich. Und das ist so spannend, da mehr und mehr drüber nachzudenken und ja. Und zu diskutieren. Leider heute nicht mehr. ja, ich glaube, das war es quasi dann. Ich hoffe, das war nicht zu. Wie dieses eine Hindernis nicht zu schläfrig, sondern vielleicht zu wild oder zu verstreut. Aber ich finde, es ist halt, der Geist ist eben schwer zu fassen, er ist eben nicht fassbar. Ne? Und er hat so viele Aspekte und Funktionen und Ebenen. Genau, deswegen hoffe ich, dass das trotzdem ein bisschen Sinn gemacht hat. Diese vier Arme uns ein bisschen an den Geist dranzunähern oder es heißt auch nur, dass Denkanstöße, wie bei Sabine zum Beispiel, stattgefunden haben, weil ich glaube, was ich gesagt habe, war nicht wirklich falsch, aber das Wichtigste ist das, was dann bei euch ankommt und das, was ihr dann daraus macht und das ihr dann darüber kontempliert, das hinterfragt mit anderen Sachen, vergleicht oder andere Sachen dazufügt und dann selbst ja zu eigenen Aha-Erlebnissen kommt, ne, oder zu eigenen Gewissheiten kommt. Das ist quasi, wie es hoffentlich weitergeht in jedem von euch oder jeder von euch. Das war es eigentlich. Und vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht hat und immer wieder dabei wart. Und natürlich vielen Dank an Frau Kamala-Schiller-Institut und Frau Kamala-Schiller-Institut. Die haben sogar in der richtigen Reihenfolge gelacht. Das ist gut. Ich habe zuerst Birgit angeguckt und dann André. genau. Aber ich glaube hauptsächlich Kamala-Schiller-Institut, Brigitte, die das ins Leben gerufen hat und die ihr vielleicht wisst, die Chefin ist vom Kamala-Schiller-Online- Programm, das ja in der heutigen Zeit besonders viel Sinn macht. Ja, danke dir, Arne. Ich fand es auch eine sehr schöne Reihe und hoffe, ihr habt alle was mitgenommen und Spaß daran gehabt und vielleicht beim nächsten Mal wieder.
zu einem anderen Thema. Ihr könnt auch gerne Vorschläge per E-Mail an mich schicken, wenn ihr irgendwie Vorschläge zu bestimmten Themen habt. Ich kann nicht immer garantieren, dass wir alles umsetzen können, aber ich nehme es auf jeden Fall mit auf. Dann danke ich dir und euch allen. Ja, danke, Arne. Dank. Es war von allem was dabei, was du gerade aufgezählt hast. Herzlichen Dank. Es war wirklich ein bunter Bauchladen. Ich fand es richtig gut. Mit Denkanstößen, mit Sprüngen, mit allem. Also ich fand es klasse. Okay, danke schön. Ja, vielen Dank. Und wirklich, ich kann, mein Geist funktioniert zum Beispiel so, dass er nicht funktioniert, wenn ich einen Monolog halten muss. Deswegen bin ich froh, dass das immer wieder von euch viele Anstöße kamen. Das ist, ja, vielen Dank dafür. Ich teile noch mal kurz die Gebete. Die sind, genau, die sind ja nicht so viele hier. Die sind aus dem Bodhisattva-Avatara. Ich mache das noch ein bisschen schöner. Sorry. Das ist nochmal hier komisch. Das hatte ich schon mal. Jetzt. Mögen die Kranken frei sein von Krankheit und nur den Krankheiten, die die Lebewesen befallen, in dieser Welt niemals wieder entstehen. Mögen die Arzneien wirkungsvoll sein, die Mantras der Rezitierenden erfolgreich. Mögen die Darknies und Dämonen von Mitgefühl erfüllt sein. Möge kein Wesen leiden, mit unheilsamen Handlungen behaftet oder krank, gering, erniedrigt oder unzufrieden sein. Solange es in der Welt Kranke gibt und ihre Krankheiten nicht geheilt sind, möge ich ihre Medizin, ihr Arzt und ihr Krankenpfleger sein. Ich will hier nochmal ganz kurz betonen, dass Shantideva oft sagt, nicht mögen der Ärzte sein oder möge es Medizin geben oder so, sondern möge ich da sein, ne? Möge ich die Medizin sein. Das finde ich sehr speziell. Gut, das war es jetzt wirklich. Vielen Dank euch und sorry für die Überminuten. Ja, danke. Ja.